Jetzt will ich dir die verschiedenen Eingabemöglichkeiten in OneNote zeigen, beziehungsweise im Klassennotizbuch. Dazu öffne ich gleich meine OneNote für Windows 10 App und wähle hier, indem ich die Navigation einblende, mein Notizbuch auch aus, das ich brauche. In dem Fall eben 2020 Zolli allgemein, mein Team-Notizbuch. Und ich befinde mich schon in der Inhaltsbibliothek, Thema 1, mein Tafelbild 1. Ich gehe jetzt in die Abschnittsgruppe nur für Lehrer und wähle hier ein neues Tafelbild, füge einfach hier die Seite hinzu, Tafelbild 2. Das bereite ich hier für den Unterricht vor. Ich will jetzt einmal ein englisches Thema angehen. Das heißt, ich wähle hier nicht Tafelbild 2, sondern schreibe als Überschrift das Thema der Stunde, Past Tense. Und damit ich besser arbeiten kann, blende ich einmal hier die Navigation aus. Ich gehe jetzt davon aus, ich möchte ein YouTube-Video, das ich gefunden habe, als erstes einmal hier einfügen, damit die Kinder das ansehen können. Ich wechsle also auf YouTube, habe hier schon ein Video gefunden und gehe hier unten auf Teilen. Hier gibt es auch eine tolle Möglichkeit, bevor ich auf Kopieren klicke, kann ich zum Beispiel sagen, das Video soll erst hier zum Beispiel starten, ab einer gewissen Stelle, die ich davor eingestellt habe. Das mache ich jetzt einmal. Ich will, dass es erst bei 24 Sekunden startet und dann gehe ich auf Kopieren. Ich gehe jetzt wieder zurück auf meine OneNote-Seite und klicke hier rein mit Steuerung V. Fügt sich das Video mit der Überschrift automatisch ein. Wenn ich das anklicke, kann ich es natürlich auch noch vergrößern. Die Kinder selbst und auch der Lehrer, wenn er in der Stunde dieses Thema macht, kann jetzt von hier aus starten und das Video ansehen. Du siehst, es startet schon bei der Seite 24. Und das Video kann angesehen werden. Eine tolle Möglichkeit ist es auch, aus diesem Video einen Merktext auszuschneiden. Mit der Tastenkombination Windows, Großschreib und S kann ich ganz einfach hier aus dem Video was ausschneiden und daneben einfügen. Also eine ganz tolle Möglichkeit für den Unterricht. Um die Seite ein wenig schöner zu gestalten, fehlt mir jetzt nur noch eine Überschrift. Ich klicke hier mal hier an und da sehe ich schon diesen Container. Alles wird hier in Containern abgebildet. Auch diese Bilder hier. Und jetzt habe ich hier noch Platz für eine Überschrift. Und prinzipiell kann ich hier arbeiten wie in Word. Ich gehe auf die Registerkarte Start, kann hier alles markieren, kann hier wie in Word Formatierungen vornehmen. Diese Überschrift kann ich natürlich überall hin verschieben. Prinzipiell kann man sich diese Seite vorstellen wie eine unendlich lange Seite, also keine DIN A4 Seite. Sie ist also unendlich breit und unendlich lang. Und ich kann also die Überschrift auch ganz weit nach rechts verschieben, so dass man sie gar nicht mehr sieht. Ich kann aber hinaus und hinein zoomen mit der Steuerungstaste und dem Mausrad kann ich hier ganz einfach rein und raus zoomen. So kann ich auch zum Beispiel dieses Video vergrößert darstellen, wenn ich will. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Ich könnte unter Ansicht mir Hilfslinien einblenden oder auch die Seitenfarbe einstellen. Auch das ist eine feine Geschichte. Und im Menü einfügen habe ich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Bilder einfügen. Ich klicke also zuerst auf die Seite, dann auf Bilder. Hier könnte ich aus einer Datei, sogar von einer Kamera oder Online-Fotos oder Online-Bilder einfügen. Hier öffnet sich schon da rechts eine Vorschau. Ich gebe hier mal einen Past Tense. Und hier kommt schon eine Fülle an Angeboten. Ich wähle eins aus und kann das hier auch wieder schließen.
Natürlich kann ich hier auch Links einfügen. Ich bin hier mal zu Learning Apps gegangen, habe was über Pastins gesucht und bei jedem Learning App gibt es da unten die Links, die ich kopieren kann. Ich kopiere einfach hier mal diesen Weblink, gehe wieder auf OneNote zurück und füge diesen Link hier ein. Und jetzt ist es eigentlich recht fein, ich brauche ihn nur anklicken und es öffnet sich automatisch diese Seite und ich kann mit den Kindern gemeinsam diese Seite im Unterricht durchführen. Natürlich kann ich diese Seite auch ein wenig arrangieren mit Steuerung und Rad, einfach alles einblenden. Klick mal hier drauf und diesen Container kann ich nach unten schieben, könnte das natürlich auch positionieren. Ich kann zum Beispiel dieses Bild auch als Hintergrund speichern mit Rechtsklick, Bild als Hintergrund festlegen und dann kann ich mit meinen Zeichenwerkzeugen zum Beispiel auch Wichtiges markieren mit diesem Leuchtmarker, bitte immer gleichzeitig auch hier klicken, dann kann ich ganz einfach wichtige Sachen aus diesem Bild noch markieren. Ich kann hier auch eine Audioaufnahme von mir selber einfügen, einfach hier reinklicken und jetzt kann ich sprechen. Hello. Und das eignet sich natürlich ganz gut für Sprachen. Ich kann den Kindern selbst einen Text vorsprechen, den sie dann auch nachsprechen könnten. Jetzt ist mir ein Fehler passiert, ich wollte ihn jetzt abspielen und habe immer noch den Leuchtstift nämlich eingestellt gehabt. Ich gehe auf Zeichnen zurück und muss unbedingt hier herklicken, sonst kann ich nichts bedienen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt kann ich auch diese Aufnahme mir anhören. Also hier ergeben sich unzählige Möglichkeiten auch für den Englischunterricht. Eine weitere Möglichkeit, ich könnte hier einfach Dateien einfügen oder den Ausdruck von Dateien, das zeige ich dir jetzt auch. Ich habe hier eine Datei vorbereitet zu einer Sprache und hier wird dann sofort der Ausdruck eingespeichert und wenn ich das jetzt für den Unterricht nütze, kann ich hier während dem Unterricht mit meinem Stiftwerkzeug hier reinschreiben. Dazu muss ich allerdings mit Rechtsklick das Bild als Hintergrund festlegen. Und jetzt könnte ich also mit meinen Zeichenstiften hier hineinschreiben. Auch eine ganz tolle Möglichkeit. Wenn ich das Bild als Hintergrund festgelegt habe, kann ich natürlich auch mit der Tastatur hier reinschreiben. Hier kann ich also mein Tafelbild vorbereiten. Wenn ich jetzt will, dass die Kinder dieses in dem Kanal sehen, dann muss ich es hierher verschieben, in die Inhaltsbibliothek Thema 01. Diese Seite einfach mit Rechtsklick anklicken, auf Verschieben kopieren. Dann suche ich mir den Ort aus, also Inhaltsbibliothek. Hierher soll es kommen und ich kopiere es hier rein. Und es ist auch sofort hier drinnen. In dem Moment sehen die Schüler das jetzt auch in Teams in diesem Kanal. Das zeige ich dir noch. Ich bin jetzt wieder zurückgekehrt nach Teams in mein Team, Zolli Allgemein, in den Kanal 1. Und hier habe ich die Notizen eingeblendet und du siehst schon mein Tafelbild, das ich in OneNote ganz gemütlich vorbereitet habe, ist auch hier abgebildet. Ich kann das natürlich jetzt auch hier größer machen. Die Navigation ausblenden und alles, was ich hier vorbereitet habe, ist auch automatisch hier drinnen gespeichert. Also es geben sich hier ganz viele Möglichkeiten.